Net Night Inspiration 22. Oh, dann würde ich Ihnen nochmal den Titel unseres Tracks verraten. Wir schauen uns heute Machine Learning und Deep Learning an, Backpropagation und überraschende Einsatzgebiete. Nico Hartmann ist, wie gesagt, mein Kollege, der Ihnen heute die Verfahren zeigen wird. Und er wird auch dazu begleitend uns ein Praxisbeispiel zeigen, das Sie im Alltag sicher auch schon mal gesehen haben. Und dann würde ich direkt das Zepter nach Dresden überreichen. Nico, ich freue mich auf jeden Fall, was du uns zeigst. Und wir können gerne am Ende nochmal auf die Fragen der Teilnehmer eingehen. Da werden uns auf jeden Fall ein paar Minuten bleiben. Und viel Spaß. Alles klar. Dann vielen Dank, Caro, für diese super Anmoderation. Ja, erstmal nochmal herzlich willkommen zur NetNight, auch von mir. Mein Name ist Nico Hartmann. Ich bin hier Softwareentwickler bei Softed Systems in unserem Herzensstandort in Dresden, direkt gegenüber vom Zwinger. Ich möchte Ihnen heute das Thema Machine Learning etwas näher bringen. Zeige ich Ihnen zwei unterschiedliche Bilder, dann sollten Sie keine Probleme damit haben, erkennen zu können, auf welchem von beiden hier die Katze zu sehen ist. Auch verschwommene, verdeckte oder versteckte Katzen können Sie ohne Probleme identifizieren. Stelle ich Ihnen ein neues Konzept vor, das Sie unter Umständen noch nie zuvor gesehen haben, dann können Sie das innerhalb von Sekunden verinnerlichen und in neuen Situationen wiedererkennen, ohne dass ich Ihnen die Eigenschaften erklären muss, die dieses Konzept überhaupt ausmachen. Aber wenn es jetzt darum geht, zu erklären, wie wir das wiedererkennen können, dann wird es schon schwierig. Wie lernen wir? Ja, und es ist klar, dass es irgendein Vorgang in unserem Kopf ist, in unserem Gehirn. Und auch wenn wir wissen, wie ein einzelnes Neuron darin funktioniert, können wir dennoch nicht erklären, wie ein ganzer Haufen davon in unserem Kopf zusammenarbeitet. Trotz alledem versuchen wir bereits, diesen Prozess, den Lernvorgang, in Code umzusetzen und unsere Maschinen zum Lernen zu bewegen. Und da es für mich um einiges einfacher ist, zu erklären, wie die Maschinen lernen, machen wir das heute mal. Was ist also Machine Learning? Hier müssen wir vorerst eine kleine Begriffserklärung für die Begriffe Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Deep Learning vornehmen. Der Begriff Künstliche Intelligenz wurde in den letzten Jahren nämlich recht populär wissenschaftlich und vage. Er wurde dafür verwendet, um Produkte als mehr zu bewerben, als dass sie wirklich sind, oder um Fachartikel zu bewerben, die diese Begriffe mehr schlecht als recht miteinander vermischen. Daher kommt auch der Spruch, ist es in Python geschrieben, dann ist es Machine Learning, ist es in PowerPoint geschrieben, dann ist es KI. In Wirklichkeit sieht es aber ein wenig anders aus. Machine Learning und Deep Learning können wir alles in Künstliche Intelligenz zusammenfassen. Künstliche Intelligenz ist ein Programm, das selbstständig wahrnehmen, Schlussfolgern, handeln und sich an neue Situationen anpassen kann. Machine Learning befindet sich dann darin, und das sind Algorithmen, deren Leistungsfähigkeit sich mit der Menge an Daten verbessert. Recht einfach erklärt. Darunter finden wir dann auch noch Deep Learning. Das sind dann die neuronalen Netze, die wir uns später nochmal genauer anschauen werden. Vorerst bleiben wir nochmal bei Machine Learning. Machine Learning stammt aus der Idee, dass die Maschine ähnlich wie der Mensch aus Beispielen und Erfahrungen lernen soll. Nehmen wir einen normalen, handelsübliche Computersoftware, dann besteht diese immer aus einer Reihe fest definierter Regeln, die meist von einem Menschen, dem Programmierer, vorher verfasst wurden, um zu einer bestimmten Ausgabe zu gelangen. Machine Learning-Algorithmen an der anderen Hand haben diese fest definierten Regeln nicht. Sie sollen die Regeln selbstständig finden. Das heißt, sie bekommen Eingabedaten, müssen dann eine Funktion finden, um diese Eingabedaten geeignet an die vorgegebene Ausgabe anzupassen. Da gibt es natürlich mehrere Methoden, wie man die Maschine zum Lernen bewegen kann. Auf diesem schönen Diagramm sehen wir die 5 meistbenutzten und 3 davon wollen wir uns genauer ansehen. Je nach Einsatzgebiet meines Machine Learning Algorithmus wähle ich eine unterschiedliche Lernmethode. Wir starten hier einfach mal mit dem Supervised Learning, zu Deutsch dem überwachten Lernen. Beim überwachten Lernen gebe ich meinem Machine Learning Algorithmus Eingabedaten, deren Ergebnis bereits bekannt ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Algorithmus kreieren möchte, der eigenständig Katzen auf Bildern erkennen kann, dann füttere ich dem Millionen von Katzenbildern, die bereits als solches gelabelt sind. Das Ganze hat sich das Team von R2D3 mal visualisieren lassen. Das heißt, die haben einen eigenen Machine Learning Algorithmus geschrieben,
dessen Aufgabe war es, zu entscheiden, ob eine Wohnung jetzt in New York oder in San Francisco liegt. Dafür haben sie dem Algorithmus geeignete Datensätze gegeben, die dann bereits als solche gelabelt wurden und auch kategorisiert sind. Das heißt, der Algorithmus wusste zuvor, was der Preis der Wohnung ist, welche Höhe über dem Meeresspiegel sie hat, wie viel Quadratmeter und wie viele Badezimmer darin sind. Eigenständig hat der Algorithmus dann sich diesen Entscheidungsbaum hier zusammengebastelt, anhand dessen er dann entscheiden soll, in welche Stadt denn die Wohnung, die er gerade analysiert, kommen soll. Im Bewegtbild sieht das dann wie folgt aus. Das sieht bei Ihnen jetzt sicherlich ziemlich ruckelig aus. Ich hoffe, man kann etwas erkennen. Die Datensätze tröpfeln von oben hinein und wandern dann durch den Entscheidungsbaum durch. Am Ende hat der Algorithmus dann eine Entscheidung getroffen, ob jetzt San Francisco oder New York. Der erste Durchlauf hier ist der Trainingsdurchlauf. Der Algorithmus hat für sich selbst eine 100%ige Genauigkeit berechnet. Das heißt, er ist sich sicher, dass er hier 100 Punkte erreicht hat. Aber beim zweiten Durchlauf, dem Testdurchlauf, sehen wir, dass das nicht ganz stimmt. Denn wenn wir die Testdaten analysieren, sehen wir, dass er nicht einmal 90% Korrektheit hier erreicht hat. Ja, das war also das Supervised Learning, das überwachte Lernen, hier der blaue Knoten. Der wird gerne für Wettervorhersagen bzw. auch Marktvorhersagen verwendet, dadurch, dass wir den Algorithmus anhand von vergangenen Daten trainieren können, deren Ausgabe wir bereits kennen, beziehungsweise deren Ergebnis wir bereits kennen. Und so können wir den Algorithmus darauf trainieren, auch zukünftige Daten und zukünftige Verläufe von Wetter und Markt ganz einfach vorherzusagen. Als nächstes schauen wir uns hier den grünen Punkt mal an, das Unsupervised Learning, zu Deutsch auch das unüberwachte Lernen. Beim unüberwachten Lernen haben wir nur Eingangsdaten, deren Ergebnis noch nicht feststeht. Das bedeutet Katzenbilder ohne Label beispielsweise. Die Aufgabe des Algorithmus ist es dann, eine geeignete Funktion zu finden, wie er diese ungelabelten Eingangsdaten zu entscheiden, ob diese Katzen oder nicht sind. Ein anderes Beispiel. Wir nehmen Daten von Männern und Frauen über Gewicht und Größe. Der Algorithmus sollte dann relativ schnell Cluster davon erkennen. Wenn wir uns das auf diesem Koordinatensystem anzeigen lassen, ist das für uns auch relativ einfach. Hat der Algorithmus das dann geschafft und diese Cluster erkannt und in Männern und Frauen aufgeteilt, ist seine Aufgabe dann in zukünftigen Datensätzen zu entscheiden, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Unsupervised Learning wird gerne verwendet für zielgerichtetes Marketing. Das heißt, wenn Werbung auf Sie personalisiert wird oder persönlich zugeschnitten wird von Google oder auch Facebook, dann nutzt man hier gerne die Unsupervised Learning Methode. Als Drittes wollen wir uns die Orange nochmal angucken. Das Reinforcement Learning oder auch zu gut Deutsch das verstärkte Lernen. Beim Reinforcement Learning wird ein Belohnungsprinzip verwendet. Das bedeutet, der Algorithmus wird für eine korrekte Ausgabe belohnt. Das kann sich auswirken, indem wir bestimmte Gewichtungsvariablen vergrößern. Und für falsche Ausgaben wird der Algorithmus dementsprechend bestraft. Das heißt, die Gewichtungsvariablen werden verringert und der Algorithmus weiß, er hat etwas falsch gemacht. Hier mal an dem Beispiel eines Chatbots. Lasse ich einen Machine Learning Algorithmus mit mir reden, also mit mir chatten, dann wird er am Anfang der Trainingsphase vermutlich nur Kauderwelsch produzieren. Das ist immer so. Und für diese falschen Ausgaben muss er dann dementsprechend bestraft werden. Das heißt, die Gewichtungsvariablen werden verringert und der Algorithmus merkt, ich habe etwas falsch gemacht. Ich sollte mich vermutlich irgendwie anpassen, um eine korrekte Ausgabe zu erzeugen. Ein paar Stunden länger Trainingszeit und der Algorithmus wird schon die ersten satzähnlichen Chatbubbles produzieren. Hier sehen wir auch schon die ersten Worte, die produziert wurden. Trotzdem ist das noch ganz schön viel Kauderwelsch. Das bedeutet, unser Algorithmus muss auch hierfür wieder bestraft werden. Die Gewichtungen werden also wieder verringert, diesmal aber unter Umständen nicht so sehr wie beim vorherigen Mal. Wenn wir den Algorithmus dann vielleicht für ein paar Stunden oder auch sogar weitere Tage trainiert haben, je nach GPU-Leistung natürlich, wird er früher oder später mal ein korrektes Ergebnis erzeugen. Hier mit dem How are you als Antwort auf mein Hello. Diese Ausgabe wird dann natürlich belohnt, hier mit einem großen Plus. Das heißt, die Gewichtungsvariablen werden vergrößert und der Algorithmus merkt, hey, ich habe gerade etwas richtig gemacht. Vielleicht sollte ich ja, was auch immer ich gemacht habe, erneut machen.
Gut, so viel zum Reinforcement Learning. Das beste Einsatzgebiet für Reinforcement Learning sind natürlich die Spiele-AIs, das heißt in Videospielen. Die künstlichen Intelligenzen hinter den Gegnern werden gerne mit Reinforcement Learning gemacht, aber auch um Roboter zu steuern. Beispielsweise die Roboter, die Boston Dynamics herstellt, die haben auch Reinforcement Learning hinter sich. Die werden für korrekte Bewegungen belohnt und für falsche dementsprechend bestraft. Nun, da wir einen groben Überblick über Machine Learning gewonnen haben, schauen wir uns doch mal an, wo es eingesetzt wird. Also, natürlich, Machine Learning ist bereits überall um uns herum. Egal, welchen Preis Sie bezahlen, welche Produkte oder Filme Sie vorgeschlagen bekommen oder vielleicht auch, was Sie heute Abend essen werden. Machine Learning beeinflusst unser Leben bereits in Wegen, die wir noch gar nicht selbst realisiert haben. Schauen wir uns doch mal ein paar Bereiche an, wo Machine Learning wirklich glänzen kann. Da ist natürlich Nummer 1 die Finanzwelt. Es gibt eine Firma namens BlackRock Mountain. Wenn Sie davon noch nicht gehört haben, dann keine Sorge, das ist lediglich die Firma mit dem größten Vermögenswert der ganzen Welt. Diese Firma hat einen Machine Learning Algorithmus, der nennt sich Aladdin. Nein, das ist nicht der Geist aus der Flasche. Aladdin hier ist ein Akronym, das für Asset Liability and Debt and Derivative Investment Network steht. Prinzipiell handelt es sich hierbei um ein Risikoanalysesystem für Investments. Das heißt, Aladdin nimmt als Eingabedaten vergangene Marktverläufe und tagesaktuelle Nachrichten, versucht dann, den Marktverlauf von bestimmten Produkten zu prognostizieren, also vorherzusagen. Darin sind nicht nur die BlackRock-eigenen Produkte, die einen Wert von 4,6 Millionen Euro haben, sondern mit Aladdin wird auch die Entwicklung von ca. 30.000 Investmentportfolios überwacht, deren Höhe ca. 15 Millionen Euro entspricht. Das ist insgesamt ungefähr 7-10% des globalen Vermögenswertes, das hier durch einen Machine Learning Algorithmus überwacht wird. Äußerst interessant. Quasi BlackRocks Glaskugel. Auch in der Medizin ist Machine Learning gar nicht mehr wegzudenken. Malaria tötet jedes Jahr über 500.000 Menschen. Um medizinresistente Versionen dieser Krankheit zu erkennen, musste ein Arzt eine Blutprobe für 20 Minuten untersuchen. Das wurde natürlich jetzt automatisiert mit Machine Learning und die Aufgabe hat jetzt ein Algorithmus übernommen. Dieser Algorithmus ist dabei genauso akkurat wie ein gut ausgebildeter Arzt im Labor. Ist sich der Algorithmus mal nicht sicher, kann natürlich auch jederzeit ausgebildetes Personal die Blutprobe erneut untersuchen. Auch in Corona-Zeiten ist Machine Learning gar nicht mehr rauszudenken. Wenn Sie schon mal einen PCR-Test gemacht haben, dann wurde dieser vermutlich nicht von einem Menschen ausgewertet, sondern von einem Machine Learning Algorithmus. Und wenn Sie dachten, dass die kreativen Personen unter uns, die Künstler und Musiker, die letzten sind, die automatisiert werden, dann habe ich vielleicht schlechte Nachrichten für Sie. Denn auch in der Kunst bahnt sich Machine Learning immer weiter vor. Sie sehen hier ein Stillleben. Wovon? Nun von einem Möbelstück. Das haben Sie vielleicht nicht unbedingt erkannt, aber das Ziel der KI dahinter war es, Stillleben von Möbelstücken zu produzieren. Mit viel Fantasie erkennt man hier vielleicht einen Hocker oder einen Stuhl. Aber auch in der Musik. Die Musik wurde mit Machine Learning schon lange bereichert. Bereits im Jahre 1965 hat Ray Kurzweil in einer Gameshow namens I've Got a Secret einen Computer vorgestellt, der selbstständig Musik komponiert hatte. Und wenn Sie hier bei uns in Dresden sind und das Hygienemuseum besuchen, dort finden Sie zum Beispiel eine Parfümorgel, der Sie ein paar Fragen beantworten müssen. Und als Ausgabe bekommen Sie dann Parfüme, die perfekt auf Ihre Charakteristiken zugeschnitten wurden, damit Sie auch bloß nach sich selbst riechen. Gut, bevor wir weitermachen mit den neuronalen Netzwerken, möchte ich erstmal den Unterschied zwischen Machine Learning und Deep Learning erklären. Dadurch, dass Machine Learning ein Oberbegriff für Deep Learning selbst ist, ähneln die beiden sich natürlich sehr. Das heißt, Machine Learning sind Algorithmen, die eigenständig Muster in Daten erkennen können. Ganz einfach gesagt. Deep Learning Algorithmen sind dem natürlich gleich. Ebenfalls Algorithmen, die eigenständig Muster in Daten erkennen sollen. Der Unterschied hier liegt, dass bei Deep Learning Algorithmen es sich meist um neuronale Netzwerke handelt. Das heißt, Algorithmen, die lose nach der Funktionsweise des Gehirns modelliert sind, mit einzelnen Neuronen und einzelnen Neuronenschichten, die miteinander arbeiten. Das Deep von Deep Learning bezieht sich hier auf die Tiefen der einzelnen Neuronenschichten. Was das ist, wollen wir uns jetzt nochmal genauer ansehen. Also, was sind denn eigentlich diese neuronalen Netzwerke? Gut, der Name verrät es schon. Ein neuronales Netzwerk ist ein Netzwerk aus einzelnen Neuronen.
Diese einzelnen Neuronen werden immer in drei verschiedene Schichten aufgeteilt. Das ist einmal hier Layer 1 in blau zu sehen, die Eingabeschicht oder auch das Input Layer. Die nimmt meine Eingabedaten an und führt hier dann noch die Feature Extraction aus. Das bedeutet, es transformiert die Daten in ein berechenbares Format, zum Beispiel Einsen und Nullen oder auch bestimmte Integerwerte. Die zweite Schicht ist dann immer das versteckte Layer, das Hidden Layer, die versteckte Schicht. So mysteriös das auch klingen mag, es ist tatsächlich ein Fachbegriff und er bezeichnet lediglich die Schichten des neuronalen Netzwerkes, wo die eigentlichen Berechnungen stattfinden, also wo der eigentliche Lernprozess stattfindet. Die dritte Schicht ist dann hier die Ausgabeschicht, das Output Layer, Layer 4 in grün zu sehen. Das ist die Schicht, die die Daten dann an die Außenwelt weitergibt und vorher vielleicht nochmal bestimmt formatiert. Was in so einem einzelnen Neuron passiert, ist auch relativ einfach erklärt. Jedes einzelne Neuron nimmt alle Daten der Neuronen aus der Schicht davor, beziehungsweise die Eingabedaten an und multipliziert diese dann mit bestimmten Gewichtungsvariablen. Diese Gewichtungsvariablen werden dann summiert, um sie dann an die nächste Neuronschicht oder auch an die Außenwelt bereits weiterzugeben. Um das Ganze hier noch etwas genauer zu machen, kann man nach der Summierung auch noch andere mathematische Formeln anwenden. Hier wird gerne die Sigmoid-Funktion beispielsweise verwendet. Damit mein neuronales Netzwerk auch etwas genauer ist, kann ich ein Verfahren namens Backpropagation anwenden. Backpropagation ist sehr, sehr wichtig für neuronale Netzwerke, denn wenn ich mein neuronales Netzwerk initialisiere, dann sind die Gewichtungsvariablen innerhalb der einzelnen Neuronen immer zufällig angeordnet. Das mache ich als Programmierer, weil ich den richtigen Wert der Gewichtungen nicht kenne, um ein korrektes Ergebnis zu erzeugen. Das heißt, am Anfang werden natürlich immer sehr, sehr viele Fehler produziert. Und um diese Fehler dann zu korrigieren, nutze ich Backpropagation, zu Deutsch Zurückführung. Das heißt, ich finde einen Fehler in der Ausgabe und führe den Fehler direkt wieder zurück in die Eingabe und sage, mach das bitte nochmal, aber passe jetzt deine Gewichtungsvariablen an. Mache also erneut zufällige Gewichtungsvariablen und wiederhole das so lange, bis es eine korrekte Ausgabe ist. Das führt dann auch dazu, dass ich als Ersteller des neuronalen Netzwerks nicht mehr sagen kann, wie mein neuronales Netzwerk wirklich gelernt hat. Dadurch, dass ich hier mit Backpropagation immer zufällige Gewichtungswerte zuweise, bis eine korrekte Ausgabe erzeugt ist, sehe ich nur die korrekte Ausgabe und bin froh darüber. Das Team von TensorFlow hat sich die Aufgabe mal gemacht, das Ganze zu visualisieren. Hier sehen wir also ein neuronales Netzwerk mal bei der Arbeit. Die Aufgabe dieses neuronalen Netzwerks ist es, eine Grenze zwischen den blauen und den orangenen Punkten zu ziehen. In der Eingabeschicht sehen wir die beiden Knoten X1 und X2. Die schauen sich dann jeweils die X- und Y-Achse an und schauen, wo sie dort orangene bzw. blaue Punkte finden. Diese Daten geben sie dann an die nächste Neuronschicht weiter und die schaut sich dann zufällige andere Punkte an, je nachdem, in welcher Generation ich mich gerade befinde, und geben die Daten dann weiter an die Ausgabeschicht. Das wird so lange wiederholt, bis die Ausgabeschicht endlich ein korrektes Ergebnis gefunden hat und die blauen Punkte vollständig eingekesselt sind. Lassen Sie sich auch nicht davon verwirren, dass in der Ausgabeschicht das eine Neuron hier einen orangen Kreis in der Mitte anzeigt. Es wird lediglich vor der Ausgabe noch einmal invertiert. Ja, TensorFlow nutzen wir auch in unserem neuen Python-Aufbaukurs am letzten Tag, um einen eigenen Chatbot mit neuronalen Netzwerken zu entwickeln. Das soll nicht nur Wissen über Machine Learning vermitteln, sondern auch alle im Kurs zuvor erlernten Inhalte noch einmal vertiefen. Um einen eigenen Chatbot jetzt zu entwickeln, sind vier Schritte notwendig. Schritt 1, wir müssen uns die Datensätze downloaden. Logisch. Denn jeder Machine Learning Algorithmus oder jedes neuronale Netzwerk braucht eine Masse an Daten, um überhaupt irgendetwas daraus zu lernen. Schritt 2 ist es dann, ein Modell zu kreieren, beziehungsweise müssen wir uns entscheiden, was für eine Art von neuronalem Netzwerk wir denn überhaupt nutzen wollen, beziehungsweise was am effizientesten für uns ist. Schritt 3 ist dann, das Modell zu trainieren. Das ist auch das einzige bisschen Code, was Sie hier in meiner Präsentation vorfinden werden, weil das in TensorFlow einfach wirklich recht einfach ist. Schritt 4 ist dann das Modell testen, das heißt mit unserem Chatbot chatten. Also starten wir mit den Datensätzen. Die Datensätze bekommen wir natürlich frei aus dem Internet. Vorher müssen wir uns aber die Frage stellen, was für ein Chatbot wir überhaupt haben wollen. In einer Unternehmensumgebung wird man vermutlich Konversationen von menschlichen Kundenberatern und menschlichen Kunden verwenden.
In unserer Schulungsumgebung hingegen wollen wir einen leichten, lustigen Chatbot kreieren, mit dem ich mich über Gott und die Welt unterhalten kann. Dafür nehmen wir den Datensatz der Cornell University, der nennt sich Cornell Movie Dialogues Corpus. Der beinhaltet Konversationen zwischen fiktiven Charakteren aus über 600 Hollywood-Filmen. Den müssen wir dann erstmal aufteilen in Aktion und Reaktion, damit wir auch beide Seiten der Konversation haben. Danach müssen die einzelnen Datensätze noch tokenisiert werden. Das bedeutet, wir teilen sie in die einzelnen Wörter auf und weisen ihnen dann Integer-Werte zu, damit wir damit innerhalb unseres Netzes auch rechnen können. Jetzt müssen wir unser Modell kreieren, also erstmal entscheiden, was für ein neuronales Netz wir überhaupt bauen wollen. Die einfachste Art eines neuronalen Netzes ist ein sogenanntes Feed-Forward-Netzwerk. Bei einem Feed-Forward-Netzwerk, gut, sagt der Name schon, geht es immer vorwärts. Hier gehen die Daten direkt von der Eingabeschicht den ganzen Weg in die Ausgabeschicht und nicht wieder zurück. Das einzige Problem dabei ist, es akzeptiert nur Werte mit einer festen Größe, wie ein Bild oder eine Zahl. Da eine Konversation selten von fester Größe ist, ist das für uns relativ unnütz. Deswegen nutzen wir hier lieber ein Recurrent Neural Network, also ein rekurrentes neuronales Netzwerk. Wir erstellen uns also zwei neuronale Netzwerke, die sich miteinander unterhalten. Das machen sie im Code mit einer rekurrenten Funktion, also einer sich selbst aufrufenden Funktion. Bedeutet, mein Encoder hier, die eine Seite der Konversation, erstellt eine Ausgabe und gibt sie dann direkt an den Decoder weiter. Der soll dann wieder eine Ausgabe für meinen Encoder produzieren und so weiter und so fort. Das lasse ich so lange rekurrent laufen, bis ich korrekte Ausgaben bekomme. Die Alternative hierfür wäre, drei verschiedene neuronale Netzwerke zu bauen. Eines für die Interpretation der Sprache, ein anderes, um den Stand der Konversation zu überwachen und noch ein weiteres, um eine Antwort zu generieren. Der Chatbot könnte dann die Ausgaben von allen drei neuronalen Netzwerken nutzen. Das sehe ich aber als um einiges zu kompliziert an. Außerdem sind diese Ende-zu-Ende-Verfahren um einiges mehr performant als diese verschreuten. Gut, haben wir unser Modell. Müssen wir das in TensorFlow natürlich nur noch bauen. Dafür nutzen wir dann die Sequence-to-Sequence-Methode, aber den Code möchte ich Ihnen hier jetzt nicht antun. Aber den Code fürs Trainieren zeige ich Ihnen nochmal. Mit TensorFlow und in Python natürlich geht das ziemlich einfach. Wir erstellen uns eine TensorFlow-Session, eine Sitzung, die braucht man in TensorFlow immer. Man muss erst eine Sitzung erstellen, um dort überhaupt was machen zu können und lassen uns dort dann unser Model erstellen. Danach erstellen wir uns eine Endlosschleife, die also nie aufhört, es sei denn, ich breche mein Programm ab, die dann die TensorFlow-Methode run hier mit unserem Modell als Parameter aufruft. Das ist alles, was wir brauchen, um unser Modell zu trainieren. Der Rest kommt von TensorFlow selbst, das macht er. Und er macht das dann alles alleine. Periodisch können wir dann auch unser Modell hier speichern. Das heißt, wir speichern bestimmte Checkpoints in der Trainingsphase, zu denen wir zu jeder Zeit zurückkehren können. Das hätte Microsoft mit seinem Twitter-Bot auch machen sollen, bevor der dann böse wurde. Dann hätten sie den vielleicht nochmal resetten können. Gut, kommen wir zum Testen des Modells. Das ist auch relativ simpel dank TensorFlow. Ich muss lediglich innerhalb der Konsole auf den Modus Test umschalten und kann dann auch schon mit meinem Chatbot chatten. In den ersten paar Minuten der Trainingsphase wird dann natürlich nur Kauderwelsch rauskommen. Hier wieder das Hello, das ich meinem Chatbot hinwerfe und der sagt mir, Cater, camp, oh cute. Und wenn ich dann ein paar Stunden warte und ihn ein wenig weiter trainieren lasse, bekomme ich dann auch schon recht schnell meine eigenen beziehungsweise korrekte Ausgaben und kann mit meinem Chatbot dann wirklich Konversationen führen. Ob dieser jetzt den Turing-Test bestehen würde, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Zumindest habe ich es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube tatsächlich nicht. Dafür ist er zu immun gegenüber dem Stand der Konversation und wechselt zu abrupt das Gesprächsthema. Ja, ziehen wir noch fix ein Fazit. Machine Learning ist ein überaus komplexes Thema. Ich hoffe, dass ich Ihnen in diesen 20 bis 25 Minuten die Begriffe wenigstens etwas näher bringen konnte, dass Sie nun ein gewisses Verständnis dafür haben und dass Sie jetzt auch in der Lage dazu sind, Fachartikel, die diese Begriffe mehr schlecht als recht miteinander vermischen, zu erkennen und vielleicht auch ein paar kritisierende Leserbriefe dazu zu schreiben. Wenn Sie jetzt motiviert sind, Ihre eigenen Machine Learning Algorithmen oder neuronale Netzwerke zu programmieren, dann besuchen Sie uns doch. Der nächste Aufbaukurs für Python findet am 28.02. bis zum 2.03. statt. Das ist also genau die Faschingwoche. Da werde ich dann mit der Pappnase erscheinen.
Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Python selbst haben, empfehle ich Ihnen vorher den Python-Grundkurs Programmieren mit Python. Da ist dann der nächste Termin am 23.02., wo wir noch weitere Grundlagen auffrischen werden. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Ihnen hat mein Talk gefallen. NetNight Inspiration 22.